Michael, so wie ihr heute gegen Ulm aufgetreten seid, könnte man meinen, ihr kämpft noch um den Aufstieg. Ja gut, wir gehen natürlich jedes Spiel schon so an, dass wir 3 Punkte holen wollen. Wir wissen, dass nach vorne hin wahrscheinlich schon die beiden Plätze vergeben sind, aber es geht darum, auch Punkte zu holen, um uns selbst zu präsentieren und ich denke, hat heute ganz gut funktioniert. War ein schwieriges Spiel, wie ich es gesehen habe, vor allem in der zweiten Halbzeit sehr zerfahren. Ja gut, ist klar. Ich denke mal, wenn Ulm muss ja eigentlich auch hier gewinnen, die wollen ja direkt hoch, denke ich mal. Und mit der 1-0-Führung dann haben die natürlich dann auch viel mit langen Bällen operiert und viel vorne ihren Zielspieler gehabt. Und dabei, ich denke, wir haben aufopferungsvoll gekämpft und am Ende ist es okay. Habt ihr euch geschickt angestellt, was die Situation für Ulm angeht? Also habt ihr euch darauf eingestellt, was Ulm hier erreichen möchte? Ja, wir können die Tabelle schon lesen, denke ich. Aber wir blenden das komplett aus. Wir gehen jedes Spiel einfach an, dass wir das gewinnen wollen. Und ob es jetzt gegen Ulm ist oder gegen irgendjemand anderen, das darf uns nicht interessieren. Wir wissen sowieso, dass wir mit jedem mithalten können. Und ich denke, der Sieg ist dann auch absolut in Ordnung. Du hast mit deinem 1:0 zum Sieg beigetragen. Kannst du dazu ein paar Worte sagen? Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so gut erinnern. Ich kriege den Ball in den Rückraum und dann ziehe ich noch einmal auf und dann ist der Ball drin und mehr ist es auch nicht. In der zweiten Halbzeit habt ihr auch noch eine Großchance gehabt. Genau, war ein Pfostenschuss. Vielleicht hat uns ein bisschen die Entlastung gefehlt in der zweiten Halbzeit. Hätten wir vielleicht ein paar Konter besser setzen können, dann können wir das Ding entscheiden. Und so musst du halt bis zum Ende zittern. Aber so Siege musst du einfach mitnehmen. Der tut uns gut, definitiv. Und jetzt haben wir am Mittwoch das nächste Spiel mit Reutlingen. Und da wollen wir natürlich daran wieder anknüpfen. Wenn ich mir die Fans angehört habe, hatte ich den Eindruck, ihr habt noch eine Rechnung mit Nullmann offen. Nee, das hat damit doch gar nichts zu tun. Haben uns natürlich gefreut, dass wir eine kleine Kulisse hatten. Ich denke, das haben wir uns auch verdient. Wir haben viele junge Spieler, die auch diese Erfahrungen sammeln müssen und hat definitiv Spaß gemacht. Am Mittwoch wartet auf euch der nächste Kracher. Reutlingen kommt zu euch. Was wird das für ein Spiel? Ja, das wird ein ganz normales Spiel wie jedes andere Reutlingen. Ich muss auch hier was holen, aber das interessiert uns gar nicht. Wir wollen auch dieses Spiel gewinnen und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Seid ihr in Gedanken schon ein bisschen bei der nächsten Saison? Nee, also wir haben noch ein paar Spiele vor uns. Wir haben mit dem heute 3 Heimspiele, die wollen wir definitiv gewinnen und haben noch einmal in Bissingen. Und wir wollen natürlich auch so viele Spiele wie möglich gewinnen. Michael, ich danke dir vielmals für das Interview. Gerne.